Ich denke, er hat gesagt, man muss gar nicht. ここに耐えているのはあの森島のアカシア、あの一本の木で1年間家族が炊ける燃料があるわけ。だからその石油がなくなってもこのいろいろな生活すれば人間ってのは簡単に生活できてしまう。で大体人間が生きられないとか生活できないとか言うけど、普通は生活できないと言うけど、その自然に対して人間がこう、自然があって人間があって生きようと、そうすると生きられない。ところが本当の自然というのを知ってくると、自然の中に全てのものができている人ね。こういうふうな芋だって何だってもうそこに生えているもので全てできる。水はその自然にある。そしてここで料理を生活すればね、もうこれぐらい簡単な生活はなくて、まあ自分は極端な言い方をすると言うと、本当3日働いただけで人間は生きられるんじゃないかというぐらい簡単な生活になってしまって生きられる。ところが実際にはそうじゃなくて、もう1年中必死で働かなければいけないほど忙しくなってしまう。でそれはどうしてそうなるかというと、なんていうかね、物をこう作ろう、人間があって自然があって物を人間があってこれを作ろうとすると、いろんな肥料がいる、農薬がいる、こういくらでも忙しくなってくる、大変なことになってくる。で自動車がいる、汽車がいる、薬、メディシンがいる、こういうふうな格好になってくる、ね、あらゆるものがいる、世の中忙しくなる。ところが自然に帰って何もしないでも自然はこう作ってくれる。Reis, Grundnahrungsmittel Nummer 1 in Japan. Trotz der modernen landwirtschaftlichen Technologie ist sein Anbau noch immer sehr arbeitsintensiv. Errichten von Dämmen und Bewässerungskanälen, Pflügen, Setzen der Stecklinge, Unkrautjäten bzw. Aufbringen von Herbiziden, Pestiziden, chemischen Düngemitteln usw. Und schließlich die Ernte von Reiskörnern, die für den menschlichen Organismus schädliche Chemikalien angereichert haben. Dabei geht es auch anders. Im Süden Japans auf der Insel Shikoku lebt ein weiser Bauer. Masanobu Fukuoka baut auf seinen Feldern wechselweise Reis und Wintergetreide an. Knapp vor der Reisernte im Herbst wird das Wintergetreide zusammen mit Kleesamen in den stehenden Reis gesät. Nach der Reisernte wird das Reisstroh wieder auf die Felder verteilt. Etwas Hühnerdreck wird zu dessen besserer Zersetzung aufgestreut. Die Schösslinge des Wintergetreides bohren sich durch diese Schicht, die die Funktion einer natürlichen Mulche erfüllt
und setzen ihr Wachstum bis zur Ernte im Frühjahr fort. Dort, wo Klee hinfällt, wächst kein Unkraut mehr. Fukuoka bevorzugt den sich gleichmäßig ausbreitenden weißen Klee. Er lässt dem Unkraut weniger Chancen durchzukommen als der klumpenweise wachsende rote Klee. Die Wurzeln des Klees lockern den Boden und erübrigen dadurch das Pflügen des Erdreichs. Auch aus Gründen der Unkrautkontrolle ist es besser, das Pflügen aufzugeben. Denn durch das Umkehren des Erdreichs gelangen die tief im Boden ruhenden Unkrautsamen an die Oberfläche, wo sie leicht keimen können. Fukuoka hat seine Felder seit mehr als 30 Jahren nicht mehr gepflügt. Wenn im Frühjahr das Getreide hoch und zur Ernte bereitsteht, werden die Reissamen ausgesät. Manchmal sät Fukuoka die Reiskörner auch schon im Herbst zusammen mit dem Wintergetreide aus. In diesem Fall hüllt er das Saatgut in kleine Tonkügelchen ein, um es gegen Vögel und Kleingetier zu schützen. Die Reiskörner werden in weichen Ton gedrückt und anschließend mittels dieser einfachen Vorrichtung zu Kügelchen geformt. Im Frühjahr sprengt dann der keimende Samen diese Hülle und bahnt sich seinen Weg durch das Stroh des Wintergetreides, das nach der Ernte wieder auf die Felder aufgebracht wurde. Für wenige Tage wird der Boden nun unter Wasser gesetzt, um den Klee und das Unkraut zu schwächen und den keimenden Reispflanzen einen Vorsprung zu geben. Danach geht alles seinen natürlichen Verlauf bis zur Reisernte im Herbst. Säen, Aufbringen von Stroh, Ernten. Geht's einfacher? Doch um zu dieser Einfachheit zu finden, brauchte Fukuoka 40 Jahre Erfahrung. Das Problem des Insektenschutzes und Schädlingsbefall löst die sich selbst überlassene Natur auf ihre Weise. Da weder Auslaugung des Bodens noch Zerstörung seiner Mikrokultur durch chemische Präparate stattfindet, erhalten die Pflanzen ihre natürliche Widerstandskraft. Auch die Mikrofauna gedeiht in den Feldern. Spinnen, Frösche, Eidechsen findet man praktisch nur mehr auf Fukuokas Boden. Willkommene Schädlingsvertilger. Die wieder natürlich geordneten Kulturen der Nachbarn werden häufig von Pflanzenkrankheiten heimgesucht, die im ausgeglichenen Ökosystem seiner Reisfelder keine Chancen haben. Obwohl Fukuoka weder Maschinen noch Chemikalien verwendet wie die anderen Bauern der Gegend, erzielt er mit geringem Einsatz zum Teil sogar reichere Erträge als seine mit allen Errungenschaften der modernen Technik ausgestatteten Nachbarn. So stellt Fukuoka diesen Sachverhalt zeichnerisch dar. Pflügt man ein Feld mit schweren Traktoren, dann leidet der Boden bald an Sauerstoffmangel. Regenwürmer und anderes Kleingetier gehen ein. Die Erde wird hart und leblos. Ist das einmal der Fall, dann muss der Boden regelmäßig umgegraben werden. Das Aufbringen von schnell wirkendem Kunstdünger wird notwendig. Dadurch wächst die Pflanze sehr schnell und wird sehr hoch, aber ebenso das Unkraut. Dann muss man eben auch Herbizide spritzen.
Und zu guter Letzt haben die künstlich hochgezüchteten Pflanzen ihre Widerstandskraft gegen Schädlingsbefall eingebüßt und die Verwendung von Insektiziden und Pestiziden wird unvermeidbar. Züchtet man andererseits eine Pflanze in ihrer natürlichen Umwelt, sind all diese Chemikalien und Arbeitsvorgänge überflüssig. Wenn man Klee zusammen mit Getreide aussät, Stroh und andere organische Abfälle dem Boden als Mulche wieder zuführt, gibt's reiche Ernten von Feldprodukten, die nicht von Chemikalien vergiftet sind. Man erspart sich das Kompostieren und Unkrautjäten. Wird die Kultivierung des Bodens der Natur überlassen, benötigt man weder Pflug noch andere landwirtschaftliche Maschinen. Die ursprünglich arbeitssparende technologische Landwirtschaft erweist sich jetzt als Bumerang. Um die immer teurer werdenden Maschinen und Chemikalien bezahlen zu können, müssen Bauern immer höhere Erträge erzielen, das heißt immer mehr arbeiten. Wozu also die moderne Wissenschaft, wenn ich mit meinen einfachen, natürlichen Methoden gleich große Erträge erzielen kann und dabei weniger arbeiten muss? Will man heute ohne Maschinen und Chemikalien Landwirtschaft betreiben, stößt man auf den Widerstand von Chemiekonzernen und landwirtschaftlichen Genossenschaften. Deren Macht basiert ja auf den hohen Kapitalinvestitionen der Bauern in Maschinen und Chemieprodukte. Wird beides nicht mehr benötigt, würden diese großen Konzerne und Organisationen, die heute weite Teile des japanischen Wirtschaftslebens bestimmen, bald überflüssig. Die Folge wäre wohl ein grundlegender Wandel unserer ökonomischen und sozialen Struktur. Will man aus der Sackgasse der modernen Industriezivilisation ausbrechen, muss man bei der Landwirtschaft, bei der Bodenbestellung anfangen. Denn wenn die Landwirtschaft nicht stimmt, stimmt die ganze Kultur, die ganze Gesellschaft nicht. Wenn, wie heute, Natur und Gesellschaft getrennt sind, beginnen schwere Probleme für die Menschen und ihre Gesellschaft. Wir müssen also zur wahren Natur zurückfinden. Das bedeutet jedoch keinen Rückschritt in die Vergangenheit oder den Rückgriff auf primitive Anbaumethoden, wie das vielleicht manchmal den Anschein hat, sondern die Entwicklung unseres Geistes, unserer Erkenntnis über die wahren Zusammenhänge zwischen Mensch und Natur. Die Natur verändert sich ja nicht. Nur die menschliche Art, die Natur zu betrachten, hat sich geändert. Und die Naturverachtung der Industriezivilisation und ihrer Kultur bringt uns in immer bedrohlicher werdende Krisen. Also müssen wir von der Kultur, von der Art der Bodenbestellung ausgehend, diese Zivilisation verändern. Während in den Feldern der Ebene das Wintergetreide heranwächst, beginnt an den Berghängen, in den Orangen- und Mandarinenhainen, die Ernte. Die Heine hat Fukuoka selbst vor mehr als 30 Jahren angelegt. Er erwarb den Boden von Bauern, die darauf so lange Kartoffeln anbauten, bis er völlig ausgelaugt war. Das Erdreich war zum Teil so hart, dass Fukuoka mit Dynamit Löcher sprengen musste, um Bäume pflanzen zu können. Oft waren die Hänge so steil, dass die Nachbarn es für unmöglich hielten, ohne Anlegen von Terrassen hier Orangenbäume zum Wachsen bringen zu können. Nach mehreren mühseligen und kaum erfolgbringenden Versuchen, durch Vergraben von Stroh und Holz eine Humusschicht auszubauen,
begann Fukuoka, Klee zu säen und Akazienbäume zu pflanzen. Eine bestimmte australische Akazienart wurzelt sehr tief und wächst ungemein rasch. In 6 bis 7 Jahren ist der Baum bereits so dick und hoch wie ein Telegrafenmast. Er bindet Stickstoff. 6 bis 10 Bäume auf 1000 Quadratmeter reichen aus, um die tieferen Bodenschichten zu revitalisieren. An der Oberfläche besorgt die Revitalisierung weißer Klee und verschiedene Gemüsesorten wie Schwarzwurzel, Klettenwurzel und weißer Rettich. Die Wurzeln dieses schmackhaften Gemüses lockern den Boden und belüften ihn und machen ihn für Wasser zugänglicher. In dem Maße, wie die Humusschicht zunahm, begann auch Unkraut zu sprießen, das Fukuoka durch neuerliches Säen von Kleesamen unter Kontrolle hält. Heute hat sich der einst erschöpfte und verhärtete Boden zu dunklem, lockeren Erdreich entwickelt, das ohne Düngen, Pflügen oder Umgraben auskommt. Die Akazie dient Fukuoka in den Hainen und Feldern als mächtiger Windbrecher. Zusätzlich liefert zum Beispiel dieser 10 Jahre alte Baum Brennholz zum Kochen und Heizen für ein Jahr. Fukuoka pflanzt davon mehrere pro Jahr und kann so leicht auf Erdöl zu Heizzwecken verzichten. Eine weitere wichtige Funktion spielt die Akazie in der Schädlingsbekämpfung. Auf den Knospen der ganzjährig blühenden Bäume vermehren sich rasch Blattläuse. Marienkäfer schätzen Blattläuse als Delikatesse und suchen sie deshalb bevorzugt in großer Schar Akazien auf. Nachdem sie alle Blattläuse verzehrt haben, stillen sie ihren Appetit an den Schädlingen in den tiefer liegenden Orangenhainen und Gemüsefeldern. Sollten dann noch Schädlinge übrig bleiben, so gehen sie mit großer Wahrscheinlichkeit Spinnen ins Netz. Da die Obstbäume nicht beschnitten werden, wie das sonst oft aus Gründen leichterer Erntbarkeit geschieht, sondern natürlich wachsen können, haben sie auch ihre eigene Abwehrkraft gegen Schädlingsbefall behalten. Tauchen gelegentlich doch Milben an den Früchten auf, besprüht sie Fukuoka mit einer sehr starken Verdünnung aus Maschinenöl und Wasser, die relativ harmlos für Nutzinsekten ist. Auch hier in den Orangen- und Mandarinenhainen bleibt Fukuoka bis zur Ernte kaum anderes zu tun, als sich am Wachsen und Reifen der Früchte zu erfreuen. Die natürliche und schmackhafte Produktion dieser Haine verkauft sich gut. Während der Reis zum großen Teil den Bedarf seiner Familie und seiner zahlreichen Schüler deckt, stellen diese Früchte die Haupteinnahmequelle seiner Landwirtschaft dar. Weder lärmende Maschinen noch für die Mikrofauna tödliche Chemie werden hier benötigt. Friede und Harmonie eines natürlichen Gleichgewichts genügen, um reiche Erträge hervorzubringen.
Aber von der modernen technischen Landwirtschaft zur Natur zurückzukehren, zu einer natürlichen oder organischen Landwirtschaft, ist für viele sehr schwierig. Das Hauptproblem liegt darin, dass der Mensch heute weder sein eigenes Wesen noch das Wesen der Natur erkennt. Er versteht die Natur nicht mehr. Er bleibt mit seinem Erkenntnisvermögen heute an der Oberfläche der wahrnehmbaren Phänomene haften. Und die Welt menschlicher Erkenntnis ist heute eine äußere, äußerliche, materielle Welt, in der der Mensch glaubt, alles zu wissen. Aber die wahre Welt ist nicht die des Wissens, sondern die des Glaubens. Alles gehorcht einem göttlichen Prinzip. Erkennt man die Natur in diesem Zusammenhang, beginnt man auch mit der Natur, so wie sie ist, zu leben. Je nach der Zeit, in der man mäht, ist auch die Zeit des Keimens der Saat verschieden. Wenn man das Gras schneidet, sieht man Rettich dazwischen wachsen. Je nach der Mähzeit gibt es den frühen oder späten Rettich. Hier im Augenblick entsteht später Rettich. Als solcher ist er aber früh dran. Wenn man Buchweizen mäht, kommt der Klee zum Vorschein. Im Klee wächst der Rettich heran. Nach dem Mähen oder manchmal vorher sähe ich Samen aus. Mal Rübe, mal Rettich oder verschiedenes anderes. Schwarzwurzel oder auch Buchweizen. Wenn ich den Buchweizen nur Anfang September ausgesät hätte, so hoch wie hier würde er jetzt schon stehen und auch gerade blühen. Hätte ich ihn genauso ausgesät, wie das die Natur hier selbst erledigt hat, wäre das ideal gewesen. Ich war aber 10 bis 15 Tage zu spät dran. Nicht nur auf solchen Feldern, auch an Bergausläufern, Flussufern, Straßenrändern und anderen Orten kann man den Samen aussäen und er setzt an. Die jungen Pflanzen beginnen zu blühen, bilden Samen, der wieder zu Boden fällt und dort ansetzt. Da braucht man gar nichts zu tun, nur zu ernten. Weil hier Klee zu wachsen beginnt, geht es etwas schneller. Weil hier Buchweizen wächst, dauert es etwas länger. Wenn man jetzt hier mäht, kommt Rettich hervor. Sehen Sie, wie viele verschiedene Sorten es gibt. Diese gelben, das ist der späte. Hier kommt der frühe Rettich hervor.
Sät man nur einen Monat später, wird er viel größer, ohne Kunstdünger. Und trotzdem wird er groß. Die kleinen bleiben je nach Jahreszeit klein. Das liegt nicht am Dünger. Wichtig ist also die Aussaat zur richtigen Zeit. Der richtige Zeitpunkt für das Frühjahrsgemüse ist nach dem Absterben des Winterunkrauts und noch bevor das Sommerunkraut zu keimen beginnt. Im Herbst sollten die Gemüsesamen ausgestreut werden, wenn das Sommerunkraut schon schwach ist und das Winterunkraut noch nicht keimt. So erhalten die Gemüsesprösslinge einen Vorsprung gegenüber dem Unkraut und werden später nicht mehr überwuchert. Es reicht, den Samen, wie hier, einfach auf die gemähte Fläche zu streuen und dann mit den abgeschnittenen Blättern zu bedecken. Diese grüne Decke dient gleichzeitig als Mulche und als Schutz vor Hühnern und Vögeln. Die Blätter der Schwarzwurzel wachsen rasch wieder nach und eignen sich vorzüglich für Salat. Die ebenfalls köstliche Wurzel pflügt den Boden tiefer als jeder Traktor. Schwer keimende Samen wie Karotten oder Spinat werden 1 bis 2 Tage in Wasser eingeweicht und dann in Tonkügelchen eingehüllt. Das Durch- und Nebeneinander von Klee, Unkraut, Kräutern und Gemüse verringert den Schädlingsbefall auf ein Minimum, sodass Pestizide nicht notwendig sind. Tauchen dennoch dann und wann Schädlinge auf, so picken diese die Hühner auf. Wenn die Natur darf, wie sie will, findet sie optimale Lösungen. Diese Frucht zum Beispiel rankt sich an einem Baum hoch und gedeiht dadurch ertragreicher als am Boden. Auch diese Tomatenpflanze hat ihre natürliche Stütze an einem Orangenbaum gefunden. Da sie nicht angebunden wird, kann auch keine Schnur ihr natürliches Wachstum und Gedeihen hemmen. Seit Jahrzehnten tut Fukuoka nichts anderes, als die Anbau- und Düngemethoden der Natur einfach zu beobachten und wirken zu lassen. Als Geschenk versorgt ihn dabei die natürliche Fruchtbarkeit der Erde mit einer reichen Palette von Naturprodukten. Diese natürlichen Nahrungsmittel füllen nicht nur den Magen, sondern sind wohl die beste Medizin für den Organismus. So wie Gesundheit und Krankheit nur die beiden Seiten ein und derselben Medaille sind, so sind auch Nahrung und Medizin nur die Vorder- und Rückseite des gleichen Phänomens. Wer sich im Einklang mit der Natur ernährt und entsprechend lebt, dem liefert die Erde mit ihren köstlichen Produkten die Medizin für seine Gesundheit gleich mit. Chemisch behandeltes Gemüse mag zwar als Nahrungsmittel gelten, kann aber nicht mehr die Funktion einer Medizin erfüllen. Also,
Für Fukuoka ist klar, dass natürliche Nahrungsmittel den Menschen nicht zugänglich sind, wenn nicht natürliche Landwirtschaft praktiziert wird. Doch die Menschen müssen sich auch zu einer natürlichen und einfachen Diät bekehren, um dem natürlich arbeitenden Bauern die Existenz zu ermöglichen. Solange viele Menschen immer exotischere Produkte auf ihren Speisekarten haben wollen, solange werden Bauern immer härter arbeiten und die Natur immer schonungsloser ausbeuten müssen. Wenn wir bald eine Nahrungsmittelkrise haben werden, so Fukuoka, dann wird es wohl Schuld des extravaganten Geschmacks vieler Menschen sein und nicht an einer mangelnden Produktivkraft der Natur liegen. In Europa werden Rinder gezüchtet und wird Wein angebaut. Welche Verschwendung von Boden! Auf 1000 Quadratmetern ernte ich 600 Kilogramm Reis und 600 Kilogramm Wintergetreide. Davon können 5 bis 10 Menschen leben, wobei jeder weniger als eine Stunde Arbeit pro Tag zu investieren braucht. Macht man aus dem gleichen Feld Weide für Vieh, könnte von dem erhaltenen Fleisch nur eine Person leben. So werden Fleisch und Wein als Ziel der Landwirtschaft zu einem Luxus für wenige und Sinnbild einer kranken Zivilisation. Menschen, die sich von dem ernähren, was in ihrer unmittelbaren Umgebung gedeiht, benötigen weniger Boden, müssten nicht so viel arbeiten und erweisen ihrer Gesundheit und der Gesellschaft einen besseren Dienst als jene Zeitgenossen, die einen unersättlichen Appetit nach exotischen Produkten an den Tag legen. Vor über 10 Jahren setzte in Japan ein großes Nadelholzsterben ein, dem bald 50% aller Nadelbäume zum Opfer gefallen sein werden. Fukuoka, der bis zu seinem 25. Lebensjahr als studierter Mikrobiologe und Pflanzenpathologe für die japanische Regierung tätig war, untersucht seit 1979 dieses Phänomen. Das Wurzelwerk der kranken Bäume wird durch Schadinsekten und Schmarotzerpilze zerstört. Die japanische Regierung lässt jährlich einen 150 Millionen Yen teuren chemischen Insektizidregen aus Hubschraubern auf ganz Japan niedergehen, um der Seuche Herr zu werden. Dadurch verschlimmert sie nur die ökologische Katastrophe, da auch Nutzinsekten und Vögel dem Giftregen zum Opfer fallen. Fukuoka, wie inzwischen auch europäische und amerikanische Wissenschaftler, sieht klar, dass der Schädlingsbefall nur Symptom, keinesfalls aber Ursache für das bereits in weiten Teilen der industriellen Welt einsetzende Baumsterben ist. Hauptursache ist gemäß seinen Forschungen die zunehmende Luftverschmutzung, insbesondere durch Schwefeldioxid aus den Schloten von Kraftwerken, Erzhütten und Raffinerien sowie aus den Auspufftöpfen der Autos. Die aus den Ballungsgebieten emporsteigenden Schwefeldioxidabgase werden durch Sonnenlicht und Luftfeuchtigkeit in Schwefelsäure und schwefelige Säure verwandelt, die als saure Wolken vom Wind über Hunderte und Tausende Kilometer weit geweht werden und dann vor allem über Berghängen ihre Giftfracht abregnen. Dieses vom Himmel fallende Gift greift die organischen Verbindungen im Wurzelboden an, wäscht lebensnotwendige Bodenbestandteile ins Grundwasser aus und lässt giftige Aluminiumionen frei werden. Erst wenn das Biosystem des Bodens derartig gestört und die Wurzeln dadurch entsprechend geschwächt sind, treten Schädlinge und Schmarotzer auf, um den Bäumen den Rest zu geben. Nadelhölzer wurden in Japan seit jeher als Bäume der Götter verehrt. Heute sterben Baumriesen, die Jahrhunderte in den Tempelgärten überdauert haben, in wenigen Monaten ab. Soll die Entwurzelung dieser Bäume andeuten, dass die moderne Industriekultur offenbar ebenso am Abfaulen ihrer Wurzeln krankt und deshalb ein ähnliches Schicksal erleiden wird, wenn sie die Zeitbombe, die da in Form eines drohenden Zusammenbruchs des gesamten Ökosystems tickt, nicht rechtzeitig entschärft? Wenn die Natur aufhört, natürlich grün zu sein, werden die Menschen dann noch glücklich sein können? Kann der Mensch überleben, wenn die Natur stirbt?
Im japanischen Denken ist Gott in der Natur. Die Natur ist Gott. In der Bibel habe ich gelesen, dass alles in der Natur blüht und gedeiht ohne das Zutun des Menschen. Das heißt, der Bauer soll fast nichts tun, als in seinen Feldern umherzugehen, die Natur zu beobachten und vor allem in ihrer Ganzheit zu erkennen. Im Westen steht Gott weit über den Menschen. Die Menschen sind weit von Gott entfernt. Sie glauben, die Natur überwinden zu müssen, um ihre Existenz sichern zu können. Die japanischen Götter, das ist die Natur. Der Reis selbst ist Gottheit. Nimmt man Reis zu sich, so steht man mit der Gottheit auf gleicher Stufe. Hier liegt ein großer Unterschied zwischen westlichem und östlichem Denken. Hier hat Fukuoka sein Glaubensbekenntnis aufgeschrieben. Die Flüsse, die Berge, der Himmel, die Bäume, Gott ist in allem. Aus diesem Baum hat sich Gott wohl zurückgezogen, ebenso wie aus der modernen japanischen Denkweise. Durch diese Trennung von der Natur schneidet sich der Mensch den ohnehin schon morschen Ast ab, auf dem er sitzt. Nur in einer Heilung des Bodens, die Hand in Hand mit einer geistigen Reinigung des Menschen gehen muss, sieht Fukuoka 5:12 noch eine Chance. Und in der natürlichen Landwirtschaft die Voraussetzung dafür. Viele zweifeln, ob die natürliche Landwirtschaft überall anwendbar sei. Aber so wie überall auf der Erde Natur ist, so kann man in jedem Land auch diese Form der Landwirtschaft praktizieren und reiche Erträge erzielen, wenn man der wahren Natur Geltung verschafft. Sicher nimmt die natürliche Landwirtschaft entsprechend den vielen örtlichen Gegebenheiten der Regionen, wo sie praktiziert wird, auch verschiedene Formen an. Man muss den Boden, das Klima, die Pflanzen, die ökologischen Zusammenhänge aufmerksam und mit entsprechendem Engagement studieren. Nicht die Techniken sind das Wichtigste, sondern das Bewusstsein des Bauern. In Europa ließe sich eine weitaus größere Vielfalt von Gemüse und Getreide anbauen, auch Bergreis zum Beispiel. Das erkennt man einfach an dem dort wachsenden Unkraut. In Japan werden an die 100 Sorten Gemüse geerntet. In Europa sieht man dagegen vielleicht knapp ein Drittel dieses Sortenreichtums. Vor allem gibt es dort nur wenige Arten von Früchten, Gemüse und Getreide. Und die werden dann auf großen Flächen angebaut. In Japan können auf einem Zehntel der entsprechenden Bodenfläche 5 bis 6 Menschen einer Familie bequemes Auskommen finden. Als ich selbst vor über 40 Jahren anfing, waren wir zu zweit, meine Frau und ich. Wir hatten weder Boden noch Geld. Es war gegen Kriegsende. Heute gehören wir zu denen im Dorfe, die eher viel Land ihr eigen nennen. Wir haben 5,5 Hektar. Es ist ein Irrtum zu glauben, man könne von natürlicher Landwirtschaft nicht ganz gut leben. Jeder Mann könnte so leben, wenn man direkt für den unmittelbaren Bedarf produzieren würde und nicht, um möglichst hohe Gewinne auf dem Markt zu erzielen. Dann gäbe es auch nicht mehr Arbeit im herkömmlichen Sinne. Es würde einfach nur das Notwendige getan. Die Landwirtschaft muss sich aus der Sackgasse der großen technischen Operationen zurückziehen und sich auf die kleinen, naturnahen Bauernhöfe besinnen. In Europa und Amerika, wo man Felder von mehreren 100 Hektar Größe bestellt, scheint der Mensch sich immer weiter weg von der Natur zu entfernen und als Einzelner immer mehr unter Sorgen und Ängsten zu leiden. Wenn man statt die Natur als Gegner zu sehen, mit und in der Natur lebt und deren Kräfte nach Möglichkeit einsetzt, so kann der Mensch so weit mit der Natur eins werden, dass eine neue und reiche Kultur dabei entsteht. Jeder kann dieses Ziel erreichen, denn der große Weg ist ohne Tor. Thank you.
Thank you.